jetzt, du liebe Nichte, du Hallo, jetzt leuchtet alles. Du weißt nicht, was ich meine. Ah, ich weiß nicht, ob ich dir das so gut erklären kann. Aber ich freue mich so, dass du da bist und du hast heute so eine Ausstrahlung und du leuchtest richtig. Also du, ich glaube, es geht dir sehr gut. Ha? Ja. Und du meinst, ich leuchte auch? Ich glaube, das hat mit dir was zu tun. Weil du heute so voller Licht und Freude bist und dann vielleicht ist das wie so ein Spiegel. Dann kann ich mit dir leuchten. Das Leuchten. Ja, manchmal. Ich sehe manchmal Kinder, die so leuchten. Die haben dann so lebendige Augen, dass es wie so ein kleiner Leuchtturm oder wie so eine Lichtquelle oder wie so eine Kerze ist. Und das ist auch, das springt dann über, wenn man diese Kinder dann anschaut, so in ihrer ganzen leuchtenden Lebendigkeit, dann wird man selber so, ja, also wenn ich dich so anschaue, dann sehe ich wirklich so rote Lichter. Und das ist nicht immer so intensiv. Aber heute sehe ich diese roten Lichter. Ja. Ach, du siehst bei mir so lila Lichter. Wirklich. Glaubst du, könnte ich das selber auch sehen? Na, wahrscheinlich nicht. Das ist ein bisschen so ein Phänomen wie eine Hexe, kann man im Spiegel nicht sehen. Und so etwas Feines wie dieses Leuchten, das kann man selber an sich jetzt auch nicht sehen, sondern nur beim anderen. Genau. Ja, die roten Lichter, die leuchten schon gut. Ja. Und ja, das freut mich so, dass du so glücklich bist. Ach, das ist wunderschön, dass du dir alles so schön gestaltet hast, dass du so lebendig leuchten kannst in deiner Welt und dann mir noch so was Schönes auch bringst, so ein Licht und ein Leuchten. Und weißt du, das werden wir auch wirklich brauchen. Weil manchmal ist schon viel so Düsterkeit und Dunkles und Nebel. Dann wäre das so super, wenn wir irgendwo so einen kleinen Knopf haben in uns, den wir dann so einschalten können. So einschalten, so Licht an, Licht an. Ja, da muss ich noch ein bisschen nachforschen. Dann werden wir das nächste Mal drüber reden, wie das gehen kann. Dieses innere Licht einschalten. So machen wir das. Gell, du? Also dann noch viel Freude heute, gell? Bis zum nächsten Besuch. Miki ist schon wieder unterlaut. Oh Gott. Das war jetzt nur kurz. Mir ist nicht viel eingefallen. Hast du eh gemerkt? Mir ist nicht viel eingefallen.